Was macht eigentlich Miroslav Klose heute? Nach seinem Karriereende machte Klose im Jahr 2016 seinen Trainerschein, bevor er sich dann 2018 dem FC Bayern München anschloss. Dort trainierte er erst die U17 der Bayern und war später auch Teil von Hansi Flicks Trainerteam. Nach dessen Weggang aus München wollte sich Klose dann aber selbst als Cheftrainer beweisen und ging zur SCR Altach nach Österreich, wo es jedoch nicht so lief wie geplant. Im März 2023 wurde Klose dann aufgrund zu schlechter Leistungen entlassen. Wo sollte er als nächstes hin?